Neuen Video bei Soccer Kings und heute zum kleinen Setup von YouTube. Das beste Starter-Setup, meiner Meinung nach, was ich persönlich gemacht habe. Das haben sich viele gefragt, was ist denn das Setup? Ja, da, jetzt könnt ihr das mal sehen, ihr kleine Hunde. So, das hier ist ein Asus Laptop, mit dem ich hier schneide. Ihr seht es auf dem Movie Maker. Da ist gerade ein Bild drin. Hier dazu eine Maus. Safel. Die Maus ist Trust. Die Marke Trust ist relativ gut. Ist nicht das teuerste Modell. Da ist das Laptop. Hier seht ihr die Einzelheiten. Auch sehr stabil. Ich bin recht zufrieden. Hat ein paar Probleme in letzter Zeit, aber ich habe es alles geregelt. Wie ihr sehen könnt, hier Ararat Mountain im Hintergrund. Nur zum Flex. Movie Maker auf jeden Fall, da bin ich immer noch bei dem Starterprogramm. Da haben wir hier noch einige Sachen, mit denen man natürlich aufnimmt. Da habe ich einmal hier ein iPhone 6, Standard, nichts Besonderes, und ein iPhone 6S. Wo der Unterschied ist, es gibt eigentlich keinen. Ist ein bisschen dreckig hier. Auf jeden Fall, ja, was der Unterschied ist, die Kamera ist ein bisschen besser im 6S und es gibt ein bisschen klein minimal mehr Speicherplatz hier. Dann habe ich hier so ein kleines Stativ, hat auch nicht übermäßig viel gekostet. Ich glaube, das ging mir unter 5 Euro, aber perfekt für die Handys. Kann man so, ja, jedes Handy reintun, dann kann man das hier aufstellen. Ich mache das mal kurz vor hier mit einer Hand. Ja, jetzt halt schief, aber so sieht das dann aus. Dann könnt ihr das hier hinstellen und dann bleibt das da stehen. So viel dazu, wie ich das manchmal aufnehme. Dann natürlich die professionelle Kamera. So gibt es ja schon ein eigenes Unboxing-Video. Wer das noch nicht gesehen hat, abchecken. Das ist hier die Rollei. Die Rollei 630 Action Cam. Böse. Kann man mit Fotos machen und Videos, auf jeden Fall relativ stabil. Und damit ich das Ganze auch im Wasser anwenden kann, habe ich natürlich hier noch die Hülle. Also die Rolle 630, die tut man dann hier in die Hülle. Und dann kann man halt unter Wasser auch arbeiten. Das ist so das erste Setup. Jetzt gehen wir zum kleinen Positionswechsel. Ihr fragt euch bestimmt, mit was nehme ich hier gerade auf. Das zeige ich euch jetzt. Dann gibt es natürlich noch die iPhone, sehr schön. Die PlayStation 4, zwei Controller am Start. Da hier ist besser, der ist ein bisschen älter. PlayStation 4, damit mache ich mal ab und zu meine Livestreams, habe ich damit schon gemacht. Oder auch meine Let's Plays, wenn ich mal wieder welche mache. Dann natürlich mit der PlayStation 4, so wie ihr es hier sehen könnt. Jetzt, mit was nehme ich hier gerade auf? Mit einem iPhone 4S. Das ist natürlich sehr schwach mäßig, aber ihr seht es, das macht ja den Job relativ gut und für dieses kleine Setup-Video reicht es auch. Ein iPhone 4S ist mein drittes Handy, wie ihr sehen könnt. Und damit nehme ich einfach gerade auf, weil ich hier am meisten Speicherplatz habe. Und dann natürlich zu guter Letzt gehört natürlich zu einer stabilen Action-Cam-Roller, ich check die auf jeden Fall ab, die machen sehr gute Arbeit, das ist hier keine Werbung oder so, aber ich muss natürlich Werbung einblenden, wegen diesen YouTube-Richtlinien, ihr wisst Bescheid. Roller auf jeden Fall sehr stabil und was gehört sich natürlich zu einer Action-Kamera? Natürlich noch das richtige Equipment, außer eine kleine Tasche ist das ja nicht viel und deswegen habe ich hier diesen Karton, diese Tasche besser gesagt, und da ist all der Stuff drin, den man halt benötigt. Ihr seht das hier, so ein Stick. Die Sachen sind hier verpackt. Ich hole die jetzt nicht alle raus. Falls ihr dazu ein Video sehen wollt, könnt ihr das kurz auch in die Kommentare schreiben. Stick ist hier drin. So Klebeteile für den Helm, Fahrradfahren. Rad für den Lenker. Befestigen für den Kopf. Für den ganzen Körper. Und dazu gibt es natürlich noch das passende externe Ladegerät. Muss natürlich immer am Start sein, damit man, egal wann und wo man unterwegs ist, deine Rolle immer ladebereit hat mit genügend Akku. Und natürlich, damit die Akkus hier geladen werden können, hier in so einem kleinen Powerbank, die man
Da kann man halt sozusagen zwei Akkus reintun und die laden dann einfach wie so eine Steckdose zum Mitnehmen. Und die müssen natürlich auch geladen werden mit einer passenden Powerbank. Und dafür ist RePower natürlich die beste Methode. Hier mit Taschenlampe. Das ist natürlich sehr stabil. Sogar mit Polizeimodus. Das ist die Powerbank. Und was sonst noch zu guter Letzt zu diesem Equipment gehört, zu dem kleinen, ganz kleinen Starter-Setup. Das ist jetzt wirklich nur ganz klein. Habe ich hier noch diesen TP-Link, der ist absolut stabil. Damit ihr überall immer WLAN habt, also in eurer Wohnung. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ich lebe zwar in einem Industrieland. Trotzdem ist der einzige Grund, warum nicht so viele Videos kommen, eigentlich, dass ich hier technisch ein wenig unterentwickelt bin. Wobei das hier relativ gut ist. Und ja, da habt ihr so einen kleinen Überblick gekriegt von meinem Setup. Was sagt ihr? Was kann ich verbessern? Was ist nicht gut? Was ist schon gut? Was wollt ihr genauer wissen? Schreibt das alles in die Kommentare. Ich stehe immer zur Antwort zur Verfügung, wie ihr wisst. Und ich würde mich natürlich sehr über ein Abo oder ein Like oder irgendwas freuen. Aber so ist es halt im Leben, ne? Das Leben ist vergänglich. Vanitas. Schönen Tag noch, meine Freunde. Ihr Kelps.